There is just something gorgeous about seeing like money rain down. That's a feeling that is really hard to replicate. If you think about it, stripping and sex work in general is the only industry where female or trans or marginalized community get more money than white men. Even as instructors, it's important that we fight any sort of whorephobia or internalized whorephobia that our students might bring with them in class. Der einst verrufene Pole Dance ist längst clean. In Fitnessstudios wird an Stangen trainiert. Auf Social Media wird er als Lifestyle-Sport angepriesen. Und auch im Pop räkeln sich Stars wie FKA Twigs an der Stange. Oder rutschen daran direkt in die Hölle, wie Lil Nas X. Shall we move? Die US-Doku Strip Down, Rise Up, die heilende Kraft des Entblößens, stilisiert Pole Dance gar zur tränenreichen Selbstfindungstherapie. Some people come in just to learn how to pole dance. And their minds are blown open that it touches a part of themselves that they didn't know they had. I want you to move your body. I don't think I can. Offenbar hat es der Pole Dance vom Stripclub in die Mitte der Gesellschaft geschafft. Oder etwa nicht? I think the show was a missing opportunity to recognize that strippers really have created our sports and they've given us something beautiful, something to be proud of and something that makes us feel great. Strip Down, Rise Up could have educated our public and, you know, potential pole dancers a lot better. Dr. Caroline Aare ist Pole Dance Trainerin und promovierte Journalistin. Mit ihrem Blog, Blogger on Pole, kämpft sie dafür, dass StripperInnen mehr Respekt entgegengebracht wird. Everything we have, you know, the pole, the shoes, most of our moves, like the vagina monster, which is leg waves with your legs spread, a lot of them come from strippers and from the strip club. So I think it's important for people to acknowledge that while they might not be strippers themselves, they're not better because they don't work in the sex industry. Es wird gesellschaftlich akzeptiert, solange es nicht dein tatsächlicher Beruf ist. Strippen an sich wird akzeptiert, außer es geht dabei um Geld. Und das prangert das Berlin Strippers Collective an. Das 18-köpfige Kollektiv aus professionellen Stripperinnen setzt sich seit 2019 für mehr Akzeptanz und bessere Arbeitsbedingungen ein. Zum einen veranstalten sie Events außerhalb des Stripclub-Kontextes, wie Malerei-Sessions, die für alle zugänglich sein sollen. Zum anderen bieten sie Vernetzung und Unterstützung für Kolleginnen an. Denn vom Pole Dance und Striptease-Boom hat ihr Beruf nicht profitiert. Die Kunst des Strippens ist sinnlich. Es ist sehr weiblich und sehr machtvoll. Eine Nacht im Stripclub kann eine magische Erfahrung sein. Aber die Pole-Dance-Kultur hat das alles vereinnahmt. Viele Pole-Dance-Studios fahren den Stripper-Style mit den gleichen Schuhen und so weiter. Aber für die Akzeptanz von Strippen und letztlich auch Sexarbeit wollen sie dann nicht mehr mit uns kämpfen. Jeder will sexy und cool sein wie Stripper und auch so aussehen. Aber niemand will von unseren Arbeitsbedingungen wissen oder sich mit uns solidarisieren. Es gibt so viele Leute in der Pole Dance Community, die sagen, ich bin aber keine Stripperin. Es gibt sogar den Hashtag Not a Stripper. There has even been a hashtag Not a Stripper. Dabei kann man die Kunst des Pole Dance auch feiern und gleichzeitig Respekt zeigen. Wie FKA Twigs. Für
Für ihr Video zu Cellophane bereitete sie sich mit wochenlangen Trainings vor. When you're gone, I have no... Doing cardio twice a day, training on the pole for at least 2 hours a day, then doing some sort of cross-training, making sure you stretch, doing yoga, taking care of any strength. Love. 2020 wurde das Video für den Grammy nominiert. Die Aufmerksamkeit versucht Twix auf die Community umzuleiten. Sie ruft einen Hilfsfonds ins Leben, um SexarbeiterInnen in der Pandemiezeit finanziell zu unterstützen. Unter anderem das Berlin Strippers Collective. Aufmerksamkeit, die sie und die KollegInnen gebrauchen können. Ankle hook, knee hook. Come here, you can do the carousel. Just switch and wrap. Die Pole Dance Challenge ließ sich auch Jennifer Lopez nicht nehmen, die in Hustlers mit ihrer Stripper-Clique ein paar Broker ausnimmt. They stole from everybody. Hardworking people lost everything. And not one of these douchebags went to jail. The game is rigged and it does not reward people who play by the rules. Mit weniger Hochglanz geht es in der Doku Shakedown zu. Der Film dokumentiert den lesbischen Striptease Underground im West-Hollywood der frühen Nullerjahre. Die Regisseurin Leila Weinraub begleitete die Nächte mit ihrem Camcorder. Shakedown versucht, eine Art Fantasie und ein Gefühl zu reproduzieren. Ich habe immer donnerstags und freitags gefilmt, wenn dort eine Party stattfand. Irgendwann fing ich mit Interviews an, stellte den Performerinnen Fragen. Es ging um den Arbeitsalltag, sowas wie, wie bereitest du dich auf die Arbeit vor? Was machst du eigentlich? Was daran ist für dich reine Lohnarbeit? Ein bisschen lesbische Striptease-Geschichte gibt es auch. Strippers really came from the 50s, was really walking around, sexes swinging the board. It wasn't all that bending and leg popping and coochie popping. That only came like in the 90s. And you know, if you're dancing for guys, it doesn't matter how you look or how you dress. It doesn't matter to them. But when you're dancing for a woman, you have to have that feminine and you have to dress accordingly with the right kind of clothes and heels. Die Events finden in Musikclubs statt. Getanzt wird ohne Bühne, ohne Stange, ohne BH und oft ohne die Lizenz dafür. Das führt immer wieder zu Konflikten mit der Polizei, bis es zur Zerschlagung der Shakedown-Striptease-Nächte kommt. Der Film konserviert sie. Ich glaube, solche Utopien halten nie. Das ist zwar traurig, aber vielleicht enden solche Dinge auch, damit der Rest der Welt im Nachhinein diese Welten erleben kann. Und mit der Zeit wird es ein immer wertvolleres Zeitdokument. Ein Zeitdokument, das nicht nur die Magie, sondern auch den Hustle der Stripperinnen festhält und zeigt, dass sich in den letzten 2 Jahrzehnten wenig verändert hat, wenn es um die professionelle Anerkennung von Stripperinnen geht. Denn bis zur Akzeptanz ist es noch ein langer Weg. Wir wollen, dass Leute verstehen, im Kapitalismus verkaufen wir alle unsere Körper. Auch wir nutzen unser Hirn, unsere Hände, unseren ganzen Körper, unsere Zeit und unsere Kapazitäten für unseren Lebensunterhalt. Wir wissen, wie man Menschen liest, sie unterhält, wie man ihre Fantasien wahrmacht und eine ganze Nacht für sie kreiert. Wir wollen, dass Menschen das verstehen und aufhören, uns auszuschließen und zu stigmatisieren. Es ist quasi ein Marketingjob. Man muss empathisch sein.